Guckst du nach, ob ich online bin? Aber ich glaube, ich müsste online sein. Ja, ich bin online. So. Kinder, ich starte mal Ukulele. Eigentlich kann ich mir die 13,5 Sekunden minus Start sparen, weil ich sowieso noch keine so gute Zeit habe, dass ich pünktlich bei den Plattformen bin. Aber ich lasse es einfach mal drin. Mal gucken, was passiert. Wenn ich es dann irgendwann erreiche, dann wird es eben pünktlich sein. Ja, das war ein bisschen zu spät, aber was soll's. Ich bin eben eh noch nicht in der perfekten Zeit. Eins, los. So, eben erstmal einiges an Button-Gemäsche. Bei 11 bin ich durch, das ist eine ganz gute Zeit. Oh, ich habe ihn ein zweites Mal angesprochen. Das ist ein Restart. Das ist mein erster Restart. Sehr gut. Ich habe schon beim Button-Mashen was falsch gemacht. Prima. Hört man den Ton gut? Du könntest dich im Chat am Stream beteiligen. Oh, ich habe gar nicht den Timer gesetzt. Ach, ist mir jetzt egal. Ich warte dann einfach hier so lange. Vier, drei, zwei, eins, los. Gerade am Anfang von 11, das war sogar ziemlich gut. So. Voll schlecht. Aber ich spiele einfach erstmal einen Run zu Ende, egal wie schlecht er jetzt wird. Ich orientiere mich dabei an einem Streamer, den ich gestern geschaut habe, der auch den Weltrekord hält, dessen Name mir gerade im Eifer des Streams entfallen ist. Der Sprung war also nicht ganz perfekt. So, hier tauche ich so schnell es geht auf. Hier mache ich gleich beim Raufspringen etwas ein bisschen anders. Oh nein, okay. Da wollte ich einfach nur diesen Sprung machen. Ich bin total durcheinander und aufgeregt. Da möchte ich eigentlich in der Rolle bleiben, aber ich. Ah. So, mal gucken, ob ich den schaffe. Nee. Ah. Okay, so. Der erste Streamrun kann ja auch mal ein bisschen schlechter sein. Ist ja keine Schande. So, hier schön um die Kurve, so wenig wie möglich anecken. Da gehe ich immer kurz aus der Rolle raus. Ich habe das Gefühl, das ist schneller. Ich weiß nicht, ob es stimmt. So, das ist ganz gut gelaufen. Die Truhe kriege ich sonst nicht so gut hin. Mit der Truhe habe ich so meine Problemchen. Das läuft, das läuft. So,
So, jetzt kommt eine Stelle, die ich noch sehr einfach mache. Da gehe ich noch nicht mit einer Rolle runter, die habe ich noch nicht genügend trainiert, aber ich weiß nicht, ich möchte auch irgendwie nicht nur trainieren, ich will auch ab und zu mal einen Run machen, aber eigentlich müsste ich das mal trainieren, um überhaupt in die Nähe einer passablen Zeit zu kommen. Könnte das... Es passt vom Timing her, krass. So, dann hier rüber. Zack, und zum Spiral Mountain. Okay, ich bin hinter meiner Bestzeit, aber das war zu erwarten. Hm. Oh, den habe ich noch einigermaßen gerettet. Ich dachte, ich fall runter, aber... Boah. Was passiert hier? Komme ich da eigentlich so rüber? Da komme ich so rüber. Das mache ich mir immer viel zu schwer. So. Oh nein. Okay. Gehe ich wie ein Casual-User hoch. Okay. Gut. Da kann ich nicht hoch. Das ist nicht besonders gut. Ich verstehe, wenn jetzt alle Menschen, die eventuell schon mal einfach durch Zufall hier reingegangen sind, jetzt abhauen. Aber es ist der erste Run, den ich streame. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt dabei. So. Wie kriege ich die denn da weg? Mein Gott. Was passiert hier? Was ist das für eins live? Oh nein, jetzt habe ich den Was ist das für eins live Gag jetzt schon verfeuert. Jetzt kann ich ihn später nicht mehr nutzen. Oh, das lief gut. Die Sprünge schaffe ich sonst nicht so fluid. Nein, da komme ich doch aber mit dem Rollen eigentlich drüber. Und da. Ja, in meiner besten Zeit war ich hier unter 5 Minuten. Alter, das ist krass. Mikrofon pusten, das ist bestimmt die beste Idee im Livestream. Ach, da wollte ich doch nur diesen schönen Sprung machen. Nee, warte, von... Ach, der Run ist eh vorbei. So, von welcher Stelle aus springt er da nochmal? Oh, oh, Kinder. So. Ich spiele den jetzt einfach mal. Ah, von dieser Plattform kann ich hier hin. Hier ist nichts Wichtiges, das heißt, da möchte ich nicht hin. Komme ich von der mittleren aus schon hier hoch? Und wo komme ich von hier aus schon hin? Komme ich von hier aus schon an irgendeinen coolen Ort? Ah ja, von hier aus komme ich nämlich hier hin. Und dann kann ich mit... Warte. Von der ersten grünen aus komme ich hier hin, statt den Weg rumzugehen. Und dann kann ich mir den Weg sparen und die. So, und jetzt ist auch mal an der Zeit, diesen Sprung hier zu üben. Nee. Ich habe irgendwie das Timing nicht, da in diesen Flatterflug-Dings zu gehen. So, komm, ich gehe jetzt einfach mal an hohe Orte und übe den Flatterflug. Ich glaube, das ist für mich am wichtigsten. Den Timer mache ich mal aus. So. Okay, ich muss quasi die Rolle abbrechen und dann direkt danach den Flatterflug aktivieren.
das funktioniert doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich hatte da voll Panik vor und dachte, das wäre irgendwie so ein... Also es sah immer so aus, als wäre es total schwierig. Okay, komm, ich... Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, an welchen Stellen ich das nochmal verwende. So. Warte, von... Wenn ich auf Spiral Mountain bin, dann will ich es benutzen, um auf diese Plattform da hinten oben zu kommen und eben auch von dieser Plattform wieder weg. Ja, komm, ich spiele einfach mal und dann werde ich sehen, wo das ist. So. Also, auf geht's. So, ganz interessant, ich sehe gerade auf dem Laptop meiner Freundin, die neben mir sitzt, dass Menschen im Chat sind und ich tatsächlich Zuschauer habe. Jetzt muss ich auf einmal noch aufgeregter sein, aber dankeschön, dass ihr mir zuschaut. Ich kann leider nicht wirklich was zum Chat beitragen, weil ich nicht insoweit eingerichtet bin, dass ich ihn selber sehe und lesen kann. Aber... Ja, ich guck mal, was ich tun kann. So, das Smashing lief schon mal ganz okay. Nicht noch ein zweites Mal wieder ansprechen diesmal. Fail. Und neu. Da ich festgestellt habe, dass man sehr angenehm auch den Knopf betätigen kann, ohne ihn berührt zu haben, nämlich indem man stampft und dann quasi weiter in die Richtung lenkt. Keine Ahnung, das Spiel wahrscheinlich denkt, man ist tatsächlich weiter in die Richtung unterwegs und befindet sich dann überm Knopf beim eigentlichen Stampfen, aber man ist es gar nicht. Mysteriös. Oh, ja, zu spät gedrückt. Ach, was soll's. Bringt mir sowieso noch nichts die Zeit. Ich will es irgendwie einfach haben, falls ich irgendwie auf einmal so einen perfekten Run habe und dann das Timing auf einmal stimmt. Los. Oh, ja, genau. Ich denke nicht dran, dass da zwei Textboxen kommen. Habe ich gut gemacht. Ja, habe ich gut gemacht. Dankeschön. Herzlich willkommen beim Ukulele-Stream, in dem ihr einfach nur immer wieder den Title-Screen seht. So. Diesmal drücke ich pünktlich. Das ist jetzt mein Ziel für diesen Stream, pünktlich drücken. So, geschafft. Jetzt kommt die nächste große Hürde. Die erste Textbox wegdrücken und auf den Start warten. Geschafft. So, gut gestartet. Ob der Sprung mich da jetzt eben Zeit gekostet hat, möchte ich ganz gerne mal sehen. Mal gucken, ob ich bei der... Nö, ist in der Mitte von 11, das ist in Ordnung. Okay, ja, auf dem Knopf drauf ist auch nicht so schlimm. Circa genau bei 20 gestampft. Das ist soweit in Ordnung. So, Text... Geh bitte weg. Boah, ein bisschen weit ausgeholt, ja? Boah. So. Ja, keine Ahnung, waren jetzt ein, zwei Sekunden. Ich will jetzt gerne mal einen Run schaffen. Ja, 2 Sekunden hat es mich gekostet. Dafür habe ich das hier gut gemacht. Und wieder ein bisschen zu weit rechts eingetaucht. Krass. Ich war vorher noch nie zu weit rechts drin tatsächlich vorm Stream. Ich war eher immer ein Stück zu weit links. So. Ha 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 ha
weit nice aus. Boah, da war ich irgendwie auf einmal total tief. Nein, das wird auf keinen Fall was. Dann nehme ich den Safety-Sprung. Och, Leute, nein. Komm, nee, nee, den mache ich nicht zu Ende. Das ärgert mich ja jetzt. Das ärgert mich. Also ich muss erstmal durchatmen. Ich bin so aufgeregt. Ich komme damit noch nicht zurecht, dass irgendwie Menschen mir zugucken und Menschen mir zuhören. Das ist ein spannendes neues Erlebnis. Aber so ist es, wenn man ein irgendwie gerade zumindest für ein paar Menschen relevantes Spiel dann auf einmal macht, von dem es irgendwie gar nicht so viele Leute gibt, die es spielen. Ich freue mich irre auf die Vollversion, muss ich sagen. Ich finde, die Bewegungsphysik fühlt sich so gut schon an. Ich bin ein bisschen gehypt, schon seit Ultra-Ewigkeiten. So, so meinte ich das. Oh, das Button-Mashing lief besser als durchschnittlich. Was soll's, der eine Sprung ist es mir jetzt nicht wert, neu zu starten. Da hatte ich Angst runterzufallen. So. Aber eine Sekunde später da, als ich normalerweise da bin, wenn der Run läuft. So, diesmal bin ich extra weit nach links gesprungen. So, das war okay. Damit kann ich. Also damit bin ich zufrieden, so wenn ich das schaffe. So, der Sprung war auch gut. So, das hat jetzt auch nicht allzu viel Zeit gekostet. Eine kleine Korrektur. Ah, gut, ich springe nicht. Das habe ich gut gemacht. Komm, ich guck mal. Oh. Mach ich's zu Ende. Ich habe eigentlich Lust, mein Speedrun zu Ende zu machen. Ich bin noch nicht irre gut so. Ich hab's jetzt keine Ahnung. Insgesamt vielleicht 30, 35 Mal gespielt, davon 10 Mal zu Ende gebracht oder so. Man sieht's mir wahrscheinlich auch sehr ordentlich an. Ich mache noch sehr viele Fehler in den Anfangssachen hier. Dieses Runterrollen liegt mir auch noch nicht so ganz optimal. Beziehungsweise überhaupt erstmal raufspringen, beide einsammeln und runterrollen. Wohingegen wir mir manche Stellen gefühlt schon ziemlich gut liegen. Ah, na, zu nah an die Kante kommt bei diesem Versuch. Ja, sehr gut abgefangen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das so in einem Run gemacht habe. Oh. Da rutsche ich die ganze Zeit von der Plattform. Okay, ich muss besser draufstehen. Das hat so viel Zeit gekostet. Aber vielleicht kriege ich dadurch... Nee, ist eigentlich auch schon ein Restart wert. Aber oh, ich habe gar keine Lust ständig zu restarten, das frustriert so. Okay, da haben wir ihn. Guti.
So, gleich geht's wieder los zu starten. Zack. Eins, los. Ja, das war noch bei 19 ungefähr. Das war also ein ganz guter Stampfer. So, dritte Textbox ist weg. Los geht's. Die Sprünge liefen gut. Ja, das ist jetzt ungefähr bisher ein nahezu perfekter Run für meine Verhältnisse. Der Sprung sollte auch gut gewesen sein, kam mir zumindest gut vor. Ja, genau, auf die Feder rauf. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So. Der müsste auch klappen. Der müsste auch klappen. Krass. Bis zu der Stelle sehr, sehr gut. Hoi, 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 hoi. Auch die Bewegung hier läuft sehr flüssig. Ah, bisschen doll angeeckt, aber hält sich im Rahmen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, was passiert? Der war so gut. Der war so gut. Ah, der war gut. Mist. Bin ich abgerutscht, glaube ich. Ja, ich bin zu weit raus und dann nach rechts und bin abgerutscht. Ich zittere. Ich merke, dass ich zittere. Das kannst du gut. Ich bin sehr gut im Zittern. Vielleicht sollte ich mir das irgendwie beim Button-Mashen zunutze machen. So. Ja, noch am Anfang von 11. Das war ein sehr gutes Mashen. So, noch klar in der 19. Ja. Das müsste aktuell auf Bestzeitniveau sein. Für mich jetzt. So, die dritte Textbox habe ich vergessen, habe ein bisschen zu spät angefangen zu drücken. Und neu. Wunderschön. Ah, mein Controller verzieht ein bisschen, merke ich gerade. Am Ende habe ich nämlich nicht mehr gelenkt. Mein Controller zieht leicht nach links irgendwie. Das ist bei deinem Controller normal. Der macht das immer. Finde ich gar nicht so gut. Ah, ich muss das Fenster verschieben.
Und ja. Ja, noch am Anfang in der Elf drin. Da habe ich wieder gefailt. Ich dachte, da kommt wieder noch eine zweite Textbox. Nee, nee, was mache ich denn? Nee, Quatsch. Das ist nicht gut. So soll das nicht aussehen. Aua. Habe ich meinen Arm hochgemacht. Der alte eingerostete Arm. Ey, das ist mein Esspapier. Okay, du darfst ein Esspapier abhaben. Das gute Esspapier. Esspapier. So. Ich kann kein Esspapier essen, weil ich fühle so ein Unglück. Ja, Anfang der Elf. War nicht optimal, weil ich noch mich vorher geduckt habe. So, bei glatt 30 Text vorbei. Na, nicht optimal, aber ich spiel's weiter. Die ein, zwei Sekunden. Na, eine Sekunde oder ein Teil einer Sekunde. Das löst jetzt keinen Restart aus. Dafür bin ich zu motiviert, endlich mal einen vollständigen Run zu schaffen. Jetzt bin ich ein Stück zu weit rechts, glaube ich. Ja, warum nicht? Einfach mal tauchen, Yuka. Ist auch eine gute Idee. Spring einfach nicht. Gut gemacht. Nee, da will ich den machen. Oh, nee. Ach, das ist ein Restart. Dum, dum, dum. Was passiert hier? Ich esse mal noch ein Esspapier. Ich mach das Mikro etwas weg. Bisschen zu spät. Ja, in der Mitte der Elf ist okay. So. Das war in Ordnung. Ein Stück Esspapier. Ich vergesse manchmal die dritte Textbox. Das ist so schlecht. Ich habe es jetzt so oft gemacht. Oh.
Tatsächlich aber nur eine halbe Sekunde hinterher. Das irritiert mich. Müsste okay sein. Ja, ist in Ordnung. Ist nicht genau drauf, aber ist okay. So, komme ich rüber. Sehr gut. Da war ich aber schon jetzt ein bisschen was an Zeit hinter meiner Bestzeit. So, das hatte ich vor. Endlich habe ich mal wieder einen Run bis hier hinten hin. Nee, über alle Plattformen rüber geht in diesem Falle nicht. Und diesen Anspruch habe ich auch noch nicht. Aber ich bin gar nicht so schlecht dran, was eine Bestzeit aussieht. Krass. Ja. Oh, da gut hochgekommen. Nein! Aber warum roll ich denn? Warum roll ich denn an der Stelle? So schlecht. Ja, komm, hier, Livesplit. Ich möchte sie updaten, aber nein, ich möchte es nicht mit meinen Best Segments vergleichen. Los geht's wieder. Das war frustrierend. Das war. Wie war ich denn da vor meiner Zeit? Ich hatte doch sogar Fehler drin. Ich habe bei der zweiten Truhe gemerkt, dass es eine halbe Sekunde hinter war und an der anderen Stelle habe ich gemerkt, dass ich irgendwie 2-3 Sekunden hinter etwas war, wo ich schon mal an der Stelle war. Mist. Also ich habe das Gefühl, es ist noch was rauszuholen. So, diesmal habe ich mal pünktlich gestartet. So. So, dass zu ihm hinkommen lief gut. So, das Mashen ist auch gut. Nee, das war noch nicht dicht genug dran. Und es geht neu los. Es ist ein bisschen stressig, immer das Spiel ausmachen und neu starten zu müssen und dann den Title Screen und so abwarten zu müssen. Aber hey. Oh, vergessen zu drücken, ach egal. Vier, drei, zwei, eins, los.
Smashen war gut. Das war in Ordnung. Bin ein bisschen weit nach vorne. 2. Die dritte Textbox. So, das habe ich. Oh, das habe ich sehr genau genommen. Nicht die Tür. Och Mann. Ich weine gleich. Ich weine gleich. Ich glaube, ich muss mir noch. Ich glaube, ich muss mir noch einiges an. Ja, wie nennt man das, wenn man auf lange Zeit konstant Leistung erbringt. Ich glaube, ich meine das Wort konstant. Kontinuität. Ja, irgendwie sowas. Ich muss ein bisschen konstanter werden. Vielleicht muss ich auch einfach öfter mal einen Run zu Ende spielen, auch wenn er dann eine schlechte Zeit hat und so. Um einfach auch das Ende mehr zu üben. Aber ich wurde überredet, mal live zu streamen. Und darum mache ich das einfach mal. So, das war noch in der 19 drin. Das war Guti. Ja, endlich mal wieder so. Noch bei 54 da gewesen, das ist nett. Das ist ein so großer Fehler, dass er eigentlich nicht mehr auszugleichen ist. 2,5 Sekunden hat es mich mindestens gekostet, eher 3. Probier einfach mal. Ich guck mal, bei wie viel ich in dieses Labyrinth gehe. Ach, das ist okay. Ich habe die Türme jetzt eben gut gemacht. Das macht die Zeit für mich echt in Ordnung. Ich muss sagen, ich kann leider wirklich, glaube ich, die erste Hälfte bisher deutlich besser als die zweite Hälfte, weil ich gerade dieses aus der Rolle kommen und dann den Flattersprung machen jetzt vorhin tatsächlich das erste Mal geübt habe. Und jetzt eben habe ich mich ein bisschen doll verkantet. So. Die habe ich gut geholt, die kriege ich nicht immer so gut. Das fühlt sich fast nach Personal Best an. Wenn ich da nicht diesen Fehler mache. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe das Gefühl, ich war 5 Sekunden oder 8 Sekunden oder irgendwie sowas sogar besser als meine beste. Obwohl, das kann eigentlich auch nicht sein, aber es kam mir so vor.
Ja, sehr freundlich, Herr Mapkarte, dass Sie mir vorschlagen, Englisch zu sprechen. Mein Englisch ist leider nicht flüssig genug, um es in der Form zu sprechen, dass es im Stream, in der es im Stream ratsam wäre. So. Frühe 11, das ist gut. Das war auch gut. Die Zeit ist bisher sehr, sehr gut. Auch noch Ende 54 da gewesen. Der Sprung war sehr gut. Ich glaube, ich lande genau auf der Note. Ja. Den kleinen Fehler verzeih ich mir, da ich hier immer noch ähnlich schnell drauf bin wie im letzten Run, der mir mega gut vorkam. Das war gut, ich muss jetzt gut auf dem Rückweg hier die Feder einsammeln. Bei der hier fällt es mir schon noch sehr, sehr schwer, irgendwie durch die Kameraposition da immer gut raufzuspringen und mir den zu holen. Das ist gut gelaufen. Sehr gut. Nee, da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Nee, schade, 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 schade. Aber der Anfang ist jetzt irgendwie besser drin. Ich habe jetzt eine Weile gespielt, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Ach, ich hab die Zeit nicht gestartet. Richtig Pro. Was soll's, starte ich eben mit ein bisschen später. 2, 1, go. Da habe ich leider einen etwas zu großen Bogen gemacht. Der muss so nicht sein. Bin aber trotzdem noch in der Zeit. Ah, hab ihn ein zweites Mal angesprochen. Fail. Was ist das? Oh, krass. Das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, da wäre was. Oh, vier Menschen! Vier Menschen schauen mir zu. Vier, okay. Zwei sind Menschen, die ich kenne. Aber zwei andere Menschen. Hallo, zwei andere Menschen. Ich mag euch. Ich finde gut, dass ihr mir zuguckt, aber ihr baut Druck auf mich auf.
So, bis zum Ansprechen lief sehr gut. In einer relativ niedrigen 11 abgeschlossen. Das war okay. Das ist sehr gut bis hierhin. Sehr, sehr gut. Bin ich in die Truhe gefallen, ja. Ach, das hindert mich nicht daran weiter. Das aber. Ach Mensch. Du darfst da gar nicht hin. Und ja, auf geht's zu einem neuen Versuch. Läuft soweit. Das war okay. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Das ist auch mit dem kleinen Fehler noch okay. Ah, 2 Sekunden dahinter. Nee, 3 Sekunden eigentlich. Würde ich jetzt eigentlich schon nicht mehr gerne weiterspielen, aber ich mach's einfach mal. Immerhin habe ich da eine Menge Zeit gespart. 1 Sekunde garantiert. Ja, ach, komm. Nee. Nee, ich habe das Gefühl, das wird bei mir gerade nichts mehr. Ich glaube, ich höre erstmal für den Moment auf. Ich habe auch gerade gar nicht mehr so Lust und merke, dass ich frustriert werde und dann lässt die Konzentration nach. Jo, keine Ahnung. Vielleicht guckt der eine oder andere von euch ja irgendwann anders, wenn ich streame, auch zufällig vorbei. Der eine oder andere, das ist voll witzig, weil es nur wirklich nur 2 Leute sind. Das gefällt mir. Okay, ich mach aus. Tschüssi.